Seit September gilt es nun auch für die Schülerinnen und Schüler der ersten Klassen an der Lahr-Volksschule brav zu lernen. Die ersten Buchstaben, Leseerfolge, erste Rechenproben und Lerndiktate, alles das durften die Kinder schon erleben. In den beiden ersten Klassen in der Volksschule gibt es die unterschiedlichsten Unterrichtsfächer und wir schauten den Kleinen über die Schultern. Sehr gut gefällt es mir in der Schule. Was vielleicht am besten? Was habt ihr schon gelernt? Was kannst du schon ganz gut? Ein Siebener. Gerade müsst ihr da rechnen. Was müsst ihr da genau machen? Wir müssen immer die Zerteilung vom Siebener, immer haben wir oben mit dem Siebener anfangen müssen. Dann waren null blaue. Und dann haben wir immer rausfinden müssen, ob sie sieben waren. Und dann waren sechs blaue. Plus eins ist auch sieben. 5 plus 2 ist 7, 4 plus 3 ist 7, 3 plus 4 ist 7, 2 plus 5 ist 7. Also Dennis, was hast du da für einen Zettel liegen? Was musst du da machen? Da muss ich so wie mal nach Zahlen backen. Ich glaube nur die 7 so in der richtigen Farbe nach. Ja, so zeichnen. Und was wird da, glaubst du, dann entstehen? Kann man das schon ein bisschen vielleicht erahnen? Igel vielleicht. Und dann gibt es ja noch verschiedenste Gegenstände, nicht nur Rechnen und Schreiben. Was macht ihr alles hier in der Schule? Wir haben Sachunterricht, wir zeichnen. Und jetzt zum Beispiel zeichnen wir Kürbisse und vorher haben wir Hexen gezeichnet. Wir haben heute schon gehört, Turnen, Schreiben, die Pausen, was gefällt dir am besten? So schreiben manchmal, Turnen. Ihr habt ja auch Hausaufgaben auf, die ihr zu Hause erledigen müsst. Ist das, ich sage mal, ein bisschen nervig oder ist das schon auch schön? Irgendwie schon schön. Habt ihr auch schon so Ansagen und Tests und sowas gehabt? Tests und Ansagen? Nee. Oder Rechenproben? Na, so vielleicht eine Lernzielkontrolle. Turnen tun wir nach der großen Pause. Und wir gehen im Garten manchmal. Wir haben auch eine Milchbestellung. Da gehen meine zwei Kinder immer runter und holen die Milchbestellung. Hast du auch eine Milch? Trinkst du auch Milch hier in der Schule? Schmeckt die gut? Ja, das steht da an der Steckwand, welche die Milchbestellung haben. Es gibt Vanillemilch, Apfelsaft, Milch, Kakao und Traubensaft. Was habt ihr da so mit in der Schule, die Kinder, zu essen? Ich habe heute was ganz besonders leckeres, Mohnbäckerl mit extra Wurst und Blaubeeren. Das hat ihr den ganzen Vormittag in der Schule. Ist das lang für dich oder haltest du das gut aus? Ich halte es gut aus. Ich mag es, wenn es 5 Stunden sind. Da gibt es ja auch eine Pause. Was macht ihr so in den Pausen? Ich erzähle gerne meinen Freunden Witzen. Fällt dir gerade einer ein? Erzähl uns auch einen. Ja, was? Was plappert nach und kann ziemlich nervig sein? Ein Plappergei. Habt ihr hier in der Schule den sogenannten Buchstabentag? Da gibt es unterschiedliche Stationen. Welche gibt es heute zum Beispiel? Die Buchstabensuppe,
das Mandala, das Puzzle, Bücher, dann die Sandwanne. Am Buchstabentag ist nur nicht ein Buchstabentag, wir haben da auch Flüstertag. Und was ist Flüstertag? Da ist man einfach leise und man tut nicht richtig reden mit dem Nachbar, sondern man flüstert mit dem Nachbar. Hast du da schon im Kindergarten gewusst, was dir am besten gefallen wird oder was dich da erwartet? Rechnen, lesen, schreiben. Wir gehen manchmal raus. Wir waren auch oben bei den Büchern. Turnen haben wir auch. Tschechisch. Englisch. Wir haben schon einen Kürbis gebastelt und einen Apfel. Und bald kommt ja der Advent, der Nikolaus und Weihnachten. Habt ihr da auch noch was vor? Wird da auch schon vorbereitet? Ich weiß noch nichts. Ich freue mich auch in der Früh auf die Schule. Ja, ich bin immer gespannt, was wir machen. Marlene, du hast ja die Schule schon gekannt. Du hast ja zwei ältere Schwestern, die auch hier gegangen sind. Aber ist doch was anderes, wenn man selber hierher geht, gell? Ja. Was gefällt dir jetzt besonders gut? Lesen. Und Hausaufgabe machen. Muss halt auch sein. Aber ist nicht so schlimm. Nein. Frau Direktor, wir waren schon in der Volksschule in Wulzershofen zu Gast, bei den Schülerinnen und Schülern der ersten Klasse, beim Gruselnachmittag auch. Heute sind wir hier in der Volksschule in Laa. Zunächst einmal, wie viele Schülerinnen und Schüler gibt es hier in den ersten Klassen? Ja, wir haben die zwei ersten Klassen heuer im Schuljahr 2018-19, die 1a und die 1b. In der 1a sind 19 Schüler, in der 1b 25, weil da auch die Vorschulklasse integrativ geführt wird. Wir haben gesehen, in manchen Klassen sind zwei Pädagoginnen oder Pädagogen auch tätig. Warum ist das so? Also in der 1a haben wir auch Kinder mit besonderen Bedürfnissen, die integrativ geführt werden. Deshalb ist auch eine zweite zusätzliche Stützkraft drinnen, die stundenweise natürlich diese Kinder betreut, ihnen hilft, in den Schulalltag hineinzukommen und auch je nachdem, was die Kinder sozusagen an Förderung brauchen, hier Hilfestellungen gibt. In der 1b ist eine zweite junge Kollegin dabei, weil hier auch die Vorschulgruppe ist. Diese wird ebenfalls integrativ geführt, aber auch stundenweise, wo die Kinder je nach ihren Bedürfnissen in der Kleinstgruppe sind und auch hier gezielt Vorschulübungen gemacht werden. Grundsätzlich muss man natürlich sagen, sind zwei Pädagoginnen oder Pädagogen, die unterstützend tätig sein können, natürlich besser, als wenn sich einer allein um alle kümmern muss. Das ist natürlich eine große Hilfe und eine besondere Ressource, wenn Sie zu zweit gerade am Schulbeginn oder am Start in die neue Lebenslaufbahn, wenn da jemand unterstützend dabei ist. Generell ist es natürlich nicht der Regelfall, aber wie gesagt, es ist heuer sehr fein. Sie sind ja nicht den ganzen vollen Stundenkontingent da, aber einige Stunden doch immer wieder unterstützend. Und das ist für die Kinder sehr hilfreich und auch für die Kollegin, weil man viel intensiver betreuen kann. Die Kinder sind jetzt seit September hier in der Schule und lernen brav. Wir waren heute in einer Klasse, wo gerade Buchstabentag ist. Die Kinder haben uns erklärt, was da genau gemacht wird. Da haben wir auch gesehen, dass die Klasse jetzt nicht unbedingt bei verschlossener Tür die Kinder einschränkt sozusagen. Ja, bei Buchstabentagen offenen Lernen ist natürlich die Möglichkeit, das Schulhaus zu nutzen. Und es ist auch für die Kinder viel entspannter, wenn sie hier im Freiraum sich bewegen können, wenn sie sich aufteilen können, wenn jeder sozusagen an unterschiedlichen Stellen ganz gezielt seinen Arbeiten nachkommen kann, konzentriert arbeiten kann. Wir versuchen hier da auch ein offenes Schulhaus zu leben.